Es ist genau diese spätrömische Dekadenz, die symptomatisch für die Ampelregierung in unserem Land ist. So ist jetzt nachträglich noch für den Haushalt geplant worden, Ausgaben von bis zu 200 Millionen Euro für die Anschaffung von 3 neuen VIP-Luxushubschraubern zu bewilligen, die dazu dienen sollen, die Mitglieder der Bundesregierung durch das Land zu fliegen. Bei den Bauern wird gespart, bei den Menschen wird gespart. Das heißt, es sei kein Geld für irgendwelche Ausgaben oder Subventionen da. Insbesondere jetzt hat sich dieser Zorn über die Ampelkoalition durch die Bauernproteste auf den Straßen gezeigt. Und die Ampelregierung, die hat als einzige Antwort die Anschaffung von 3 neuen Luxushubschraubern. Es ist nicht nur pervers, es ist abstoßend, wie die Ampelkoalition das Steuergeld unserer Bürger verschwendet.